صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. زوروا الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس. قال مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ارفع أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Als Ibrahim al-Khalil ala Nabina wa alihi wa alayhi salam diesen Traum sah, in dem er seinen Sohn Ismail opfern sollte, und die Geschichte ist uns allen bekannt, fragte er seinen Sohn, was er davon hält, und sein Sohn sagte: Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. O mein Vater, tu, was dir befohlen wurde, und du wirst mich als einer von den Geduldigen sehen. Und der Heilige Koran beschreibt diese Geschichte in Surah 37, ab Vers 100, könnte man sagen, worin es heißt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, falamma aslama وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Das heißt, als sie sich beide ergeben haben und Allah subhanahu wa ta'ala rief: O Ibrahim, du hast deinen Traum bestätigt, du hast deinen Willen gezeigt. Bis hierhin und stopp. Es ist, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen: O Ibrahim, ich habe dich mit dieser Prüfung getestet. Ich habe dich mit etwas getestet, was dir besonders lieb ist, was du besonders liebst. Und als du dann den Willen und die Bereitschaft gezeigt hast, deinen Sohn Ismail für mich zu opfern, habe ich dir gesagt: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Du hast deine Absicht bestätigt. Wir wissen, dass du dies imstande bist. Aber bis hierhin und stopp. Ibrahim a.s. war daraufhin traurig. Er hat gesagt, er wollte diesen Schmerz spüren, wenn er etwas verliert, was er besonders liebt. Wenn er etwas für Allah subhanahu wa ta'ala gibt, was er besonders liebt. Und auch dies habe ich schon mehrmals auf dieser Kanzel erzählt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann zu ihm sagte: O Ibrahim, ja Ibrahim, welche Schöpfung ist dir die liebste? Und er sagte: Ya Rab, ma khalaqta khalqan ahabbu ilayya min Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Als Ibrahim gefragt wurde, welche Schöpfung ist dir am liebsten, antwortete Ibrahim a.s.: O mein Herr, du hast nichts erschaffen, was mir lieber ist als Muhammad und seine reine Familie. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Ist er dir lieber oder dein eigenes Selbst? Und er sagte: Er ist mir lieber als mein eigenes Selbst. Sind seine Söhne dir lieber oder deine Söhne? Und Ibrahim sagte: Seine Söhne sind mir lieber. Und er sagte: Was ist schmerzhafter für dein Herz, dass sein Sohn Hussein in einer ungerechten Art und Weise getötet wird? Oder dass dein Sohn durch deine Hand stirbt unter meinem Befehl? Er sagte: Schmerzhafter für mein Herz ist, dass Al-Hussein getötet wurde in einer ungerechten Art und Weise. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte daraufhin: O Ibrahim, eine Gemeinschaft, die von sich behauptet, sie sei die Gemeinschaft von Muhammad, wird seinen Sohn Al-Hussein in einer grausamen Art und Weise abschlachten, so wie das Schaf geschlachtet wird. Und die Überlieferung ist von Imam Rida a.s. Sie ist zu finden in Uyun Akhbar Rida von Sheikh al-Saduq. Die Überlieferung sagt: Fajazi'a Ibrahim.
Verjaza Ibrahim, diejenigen, die Arabisch verstehen, Al-Jaza, die deutsche Sprache ist leider zu beschränkt, als dass man dieses Wort in einer tiefreichenden Art und Weise beschreiben könnte. Al-Jaza ist quasi die übertriebene, extreme Art von Trauer. Die extrem starke Art von Trauer. Und in den Überlieferungen der Ma'sumin heißt es, Al-Jaza ist verpönt, makruh, illa ala al-Husayn ibn Ali, außer für Imam al-Husayn ibn Ali, salawatullahi wa salamu alayhi, denn derjenige ist oder wird belohnt, der Al-Jaza für al-Husayn ibn Ali alayhi salam macht. Deswegen sagte Imam As-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, und er ist in seiner Niederwerfung und er betet für die Besucher von Imam al-Husayn und sagt, وَرْحَمْ تِلْكَ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, und erbarme dich diesem Schrei, der für uns ist. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, O Ibrahim, du hast deine Betrübtheit um Al-Husayn eingelöst, oder deine Betrübtheit um Ibrahim Ismail eingelöst, gegenüber deine Betrübtheit um Al-Husayn a.s. Und deswegen heißt es, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dieser Dhibhin Azim, das ist das, wodurch es eingelöst wurde. Also seine Trauer um Imam Al-Husayn a.s. Jetzt springen wir von diesem Ereignis direkt nach Karbala al-Husayn a.s. Dort, Imam al-Husayn a.s. steht mit seiner Familie, mit seinen Gefährten, mit seiner Ahlul Bayt, und ein Engel kommt zu ihm hinunter, wie die Überlieferungen berichten, namens Mansur, mit einer Herrschaft von Engeln, die sagen, oh Hussein, oh Aba Abdullah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt, bei dir zu sein. Mit deiner Erlaubnis und deinem Befehl sind wir imstande, die Armee von Yazid zu besiegen, an deiner Seite zu kämpfen und dich siegen zu lassen. Imam Hussein sagte, nein, ich habe keinen Bedarf für euch. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Er sagte, nein, ich habe keinen Bedarf für euch. Dann wurden die Gefährten getötet, einer nach dem anderen. Habib ibn Mazahir, Muslim ibn Ausar, Jajun, Abis, alle wurden getötet, die Gefährten. Imam Hussein sagt immer noch, nein, greift nicht ein. Ali al-Akbar, dein geliebter Sohn, tritt hinein ins Schlachtfeld, er wird zerstückelt, er wird getötet. Nein, keiner greift ein. Al-Qasim, die Brüder von Abul Fadl Abbas, die Söhne von Abul Fadl Abbas, die Ahlul Bayt, sie alle gehen, werden getötet. Nein, ihr Engel, ihr greift nicht ein. Ja, aber Abdullah, dein Rückgrat, dein geliebter Bruder Abul Fadl al-Abbas geht ins Schlachtfeld und er wird getötet werden. Wollen wir einschreiten? Nein, keiner mischt sich ein. Al-Hussein selber wird getötet, die Engel greifen nicht ein, sie dürfen nicht. Wieso eigentlich? Hat sich das jemand gefragt? Wieso hat Imam al-Hussein nicht das Gleiche getan, was sein Großvater Rasulullah beispielsweise am Tage von Badr gemacht hat? Am Tage von Badr, wo 313 Muslime gegen 950 Mekkaner gekämpft haben. Und wo die Engel mitgekämpft haben und die Muslime zum Sieg geführt haben. Wieso hat Imam al-Hussein hier nicht das Gleiche gemacht und den Engeln auch gestattet, ihn zu unterstützen bei diesem Kampf? Es ist, als wolle Imam al-Hussein a.s. sagen, oder er erinnerte sich an die Worte, die sein Großvater sallallahu alaihi wa alihi sprach, und diese Überlieferung ist auch in Bihar al-Anwar zu finden, wo er sagte, inna laka la darajatun fil jannah la tanaluha illa bis-shahada. Du hast bei Allah subhanahu wa ta'ala Ränge im Paradies, die du nicht erlangst, außer durch das Martyrium. Wenn Imam Hussein a.s. diesen Engeln erlaubt hätte, mitzukämpfen und zu siegen, er ist immer noch ein Imam Ma'sum, er hätte immer noch das Paradies. Aber er hätte nicht diesen Rang inne gehabt, den er jetzt erlangt hat durch das Martyrium. Nämlich, dass die Schiiten weltweit jedes Jahr bis zum Tage der Auferstehung trauern und das 10 Tage lang um ihren Imam. Und das ist eine der wichtigsten Lehren für uns. Wir sehen meistens Tragödien und Prüfungen und jeder hat in seinem Leben eine persönliche Tragödie und eine persönliche Prüfung. Der eine hat seine Eltern frühzeitig verloren, der andere hat ein Kind bekommen, was beispielsweise eine Behinderung hat, der andere hat seinen Sohn oder seine Ehefrau durch einen Autounfall verloren, der andere hat viel Geld in eine Firma investiert und hat alles verloren. Jeder durchlebt seine eigene Prüfung und wir haben immer eine Perspektive auf diese Prüfung, nämlich, dass sie etwas Schlechtes ist. Wir sagen immer, oh Allah, wieso bestrafst du uns? Wieso machst du uns nicht erfolgreich? Wieso hast du meinen Sohn, meine Tochter so früh von mir genommen? Oh Allah, wieso hast du unsere Ehe nicht erfolgreich werden lassen, sondern wir haben uns nach 1, 2, 3, 20, 50 Jahren getrennt? Wir sehen das immer aus dieser negativen und schlechten Perspektive, wobei jeder Einzelne von uns
Oder wir versuchen heute das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wieso betrachten wir die Tragödien und Prüfungen in unserem Leben, die uns immer depressiv machen und die uns immer schlechte Laune bereiten? Wieso betrachten wir diese nicht aus der Perspektive, dass wir sagen, O Muhammad, O Abu Ja'far, O Hussein, O Abbas, O wer auch immer, O so und so, du hast bei Allah einen Rang, den du nicht erlangst, außer durch die Geduld über den Verlust deines Sohnes. Du hast bei Allah einen Rang, den du nicht erlangst, außer durch die Anstrengung in den Moscheen, die du hier tagtäglich machst. Du hast einen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala, den du nicht erlangst, außer durch deine Geduld über deinen Ehepartner, der dir sehr viele Probleme macht. Wenn wir anfangen, unsere Tragödien und unsere Probleme aus dieser Perspektive zu betrachten, dann haben wir eine Lehre aus Karbala für unser heutiges Leben gezogen. Deswegen sagte Zainab a.s., ich habe nichts außer Schönheit gesehen. Dieser Satz, der in jede Sitzung zitiert wird, weil er von unglaublich hoher Bedeutung ist, ich habe nichts außer Schönheit gesehen. Wieso? Weil sie gesehen hat, dass Karbala, das Ashura, das Mittel und ein Weg ist, um Allah subhanahu wa ta'ala noch näher zu kommen, um noch näher bei Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Obwohl es eine Tragödie ist, obwohl es eine Erschwernis ist. Es ist nicht leicht, seinen geliebten Bruder getötet zu sehen, vor seinen Augen abgeschlachtet, die Köpfe auf den Speeren. Das ist keine leichte Angelegenheit, dass man sagt, passiert, was soll's. Nein, aber durch diese Anstrengung, durch diese Tragödie, indem man sagt, Gott hat für uns einen Rang vorbereitet, den wir nicht erlangen, außer durch diese Prüfungen, außer durch diese Erschwernisse, außer durch diese Taten, die uns widerfahren. Deswegen am Tage des Gerichts, Yawm al-Qiyamah, wird jeder Mensch seinen Platz im Paradies sehen, den Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorbereitet hat. Aber er wird sehen, dass er in einen viel niedrigeren Maqam kommt, in eine viel niedrigeren Stufe. Und da wird ihm gesagt, das ist eigentlich der Platz, den Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorbereitet hat, doch du hast ihn verkauft für eine Haram-Beziehung. Du hast ihn verkauft für die Vernachlässigung des Gebets, damit du 5 Minuten mehr Zeit am Tag hast. Du hast diesen Platz verkauft, den Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorbereitet hat, indem du deine kranke Mutter im Stich gelassen hast. Obwohl, wenn du dich um sie gekümmert hättest, dann hättest du jetzt diesen Rang im Paradies erhalten. Wenn wir, und da bin ich der festen Überzeugung, wenn wir diese Perspektive immer vor Augen haben und diese Lehre aus Karbala ziehen, dann haben wir eine der wichtigsten Lehren aus diesen Tagen mitgenommen, nämlich, dass all diese Tragödien, die in unserem Leben passieren und all diese Probleme, die passieren, dass sie nur Treppen sind zu einem Rang, den Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet hat. Und je schwerer die Prüfung, je schwerer die Erschwernis, umso höher ist der Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das Ganze nützt nichts, wenn wir keine Geduld dem gegenüber haben. Wenn wir das Ganze aus der rein logischen Perspektive machen, ich beispielsweise oder jemand anderes, irgendjemand hat einen Sohn, den er durch einen Autounfall verloren hat. Jetzt kann er sagen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Was ist schon mein Sohn gegenüber den Söhnen von Aba Abdullah? Ich habe einen Sohn verloren, ich werde geduldig bleiben. Ich trauere um ihn, weil ich ihn geliebt habe, natürlich. Aber er ist jetzt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Als oder so eine Person und jemand, der sagt, wieso, oh Allah, immer ich, jede Katastrophe trifft mich, immer muss mir was Schlechtes passieren, wieso hast du meinen Sohn so früh genommen? Und man verliert seinen Glauben, wal'iyadu billah. Die Tat, die dir passiert ist, das Ereignis, was dir passiert ist, bleibt immer das Gleiche. Das, was für dich am Ende dabei rausspringt, ist das, was du draus machst. Ob du es mit Geduld annimmst oder ob du in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verfällst. Deswegen, wie wir vor einigen Tagen gesagt haben, die Hoffnungslosigkeit ist die größte Sünde. Al-Ya'is min Rahmatillah ist die größte Sünde, die ein Mensch machen kann. Deswegen, eines dieser großen Lehren aus Karbala ist, dass wir diese Tragödien aus dieser Perspektive betrachten, inshallah. Und heute ist die Nacht des Abschieds. Heute ist eine Nacht, wo ich eure Herzen ein bisschen brechen möchte. Diese Prüfungen, die in Karbala, in Ashura passiert sind und die Imame sagen, wir haben unserer Schia nicht mal alles erzählt, was am 10. Muharram im Jahre 61 nach der Hijra passiert ist. Das, was uns überliefert wurde, ist nicht mal alles, was wir wissen. Die Imame haben einiges verschwiegen, weil sie gesagt haben, wir fürchten um unsere Schia, wir fürchten um unsere Anhänger. All diese Tragödien und diese Masa'ab, die wir tagtäglich hören und miterleben. Und die Imame sagen, wir haben euch noch nicht alles erzählt. Ihr wisst noch nicht, was wirklich passiert ist. Ihr wisst noch nicht, was mit Zainab a.s. wirklich passiert ist. In einem Werk lesen wir beispielsweise, dass als Al-Muhtar auf seinen Rachefeldzug ging, um die Mörder Imam Husseins einen nach dem anderen zu bestrafen, kam er zu jemandem, der sagte,
Gewährst du mir Sicherheit, O Muhtar? Er sagte, nein, ich gewähre keinem von euch Sicherheit, der am Tage von Muharram, der am Tage von Ashura gegen den Imam stand. Er sagte, okay, wenn du mir keine Sicherheit gewährst, dann will ich heute dein Herz zum Brennen bringen. Er fragte, wieso, was hast du getan? Er sagte, Umar bin Sa'ad hat mich beauftragt, am 10. Muharram, nachdem wir die Zelte und die Ahlul Bayt allesamt vertrieben haben und die Zelte in Brand gesteckt haben, meine Aufgabe war es nur, auf die Kinder einzuschlagen. Ich soll jedes Kind suchen, egal wo es Kinder sind, und diese Kinder schlagen. Ich habe zwei Mädchen gesehen und ich bin hinter ihnen hergerannt. Und ich habe gesehen, dass diese zwei Mädchen sich hinter einer großen Frau versteckt haben. Diese Frau hat sie hinter ihrem Gewand versteckt. Und ich sagte, gib mir diese zwei Mädchen. Sie sagte, nein. Ich sagte nochmal, gib mir diese zwei Mädchen. Sie sagte, nein. Er sagte, und dann habe ich angefangen, sie zu schlagen und zu schlagen und zu schlagen, bis sie zu Boden ging. Und dann erfuhr ich, es war Zainab bint Ali. Muhtar al-Thaqafi hört dies und bricht in Tränen aus. Jetzt wissen wir, wieso Fatima al-Zahra a.s. aufschreit, wenn es um diese Tragödie von Karbala geht. Dass sie ihre Wangen schlägt, wenn es um die Tragödie von Karbala geht. Wenn wir es aushalten, dass Zainab geschlagen wird, dann hält es Fatima a.s. nicht aus. Amirat Bayt Ali a.s., die Prinzessin des Haushaltes von Ali a.s. Ein anderer berichtet zu Muhtar, er sagt, ich sah, wie Imam al-Hussein mit dem Tod ringte. Die letzten Momente von Imam al-Hussein und Zainab war bei ihm. Er sagte, ich ging zu Hussein und habe sein zerrissenes Hemd genommen. Muhtar sagte, du Verfluchter, was hast du mit dem Hemd zu schaffen? Er sagte, bei Gott, ich brauche weder dieses Hemd, noch brauche ich ein zerrissenes Hemd, noch brauche ich ein blutverschmiertes Hemd, das alles interessiert mich nicht. Ich habe nur dieses Hemd von Al-Hussein genommen, um das Herz von Zainab zu brechen. Diese Masa'ib, die wir hören und die wir kennenlernen, das ist noch nichts in dem, was in Wirklichkeit dort passiert ist. Deswegen sehen wir immer, wenn jemand stirbt, dass man ein Majlis macht und immer die Angelegenheit von Imam al-Hussein a.s. rezitiert. Weil egal, welche Tragödie uns im Leben trifft, verglichen zu der Tragödie von Imam al-Hussein ist sie nichtig. Und probiert das mal aus, wenn euch irgendwas passiert, dann hört die Tragödie von Imam al-Hussein. Setzt euch zu Hause hin, macht einen Majlis an im Internet. Und ihr werdet sehen, dass unsere persönlichen Tragödien nichts sind gegenüber der Tragödie des Herrn der Märtyrer, Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayhi, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baytihi al-tayyibin, al-tahirin. Wa salli ala